Der ehemalige russische Häftling Jewgeni Makarow ist frei. Makarow war unter anderem wegen Raubes zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Video, das die russische Zeitung Novaya Gazeta veröffentlicht hat, zeigt, wie Makarow während der Haft gefoltert wird. Und obwohl die Tatverdächtigen inzwischen festgenommen wurden, fürchten Bürgerrechtler weitere Repressionen. Jemand könnte an ihn herantreten und Druck ausüben, ihn bedrohen oder anderes, sodass er nicht auf einer harten Strafe für die Mitarbeiter der Haftanstalt besteht. Sie können versuchen, an seine Verwandten ranzukommen und zum Beispiel seine Mutter unter Druck setzen, damit er keine so harte Strafe fordert. Der Fall heizt eine Debatte um Folter in russischen Gefängnissen an. Derzeit gibt es zahlreiche Untersuchungen von mutmaßlichen Misshandlungen. Ich stelle fest, dass die Foltermethoden weitaus härter sind als noch vor 5 oder 7 Jahren. Sie sind grausamer. Jemand kann mit Chlor misshandelt oder mit Stöcken vergewaltigt werden. Sie prügeln wie in diesem Video. Sie täuschen vor, jemanden zu ertränken. Da gibt es sehr ausgeklügelte Methoden. In Makarows Fall wurden 13 Gefängnismitarbeiter festgenommen. Makarow selber will ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden. Der Fall von Jewgeni Makarow hat denen Hoffnung gegeben, die von Folter in russischen Gefängnissen betroffen sind. Anwälte und Menschenrechtler haben hunderte Anfragen und Berichte erhalten und sie sagen, die Folter ist in den letzten Jahren brutaler und ausgefeilter geworden.